Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Dragon Ball Xenoverse, Folge Numero 2. You corrected the timeline. Good job. And with no side effects either. Ja, der Blick von Trunks war creepy. Once we have the Supreme Kai of Time put it in a scroll, it'll all be done. Oh. You don't have to worry about Goku. It's fine. He'll be revived with the... Oh, yeah. And, well, that scroll isn't the only one with a history change. Just talk to me whenever you're ready. Take your time. Nice. Jetzt haben wir das erste Mal die Geschichte korrigiert, möchte ich behaupten. Du kannst jetzt alle Läden im Ladenbereich nutzen. Nice. Oh ja, ich habe vergessen, dir etwas Wichtiges zu sagen. Zeitsoldaten haben zwei Aufgaben. Die Zeitpatrouille, die du gerade gemacht hast, um Probleme zu beheben, und die Parallelquest. Ich probiere es am besten einfach aus, dann hast du den Dreh schnell raus. Die Zeitmaschinenhafen und Tokito-Stadt... Tokidoki-Stadt? sind in dem Tor links. Sprich mit dem Roboter im Gebäude für Parallelquests PQ registrieren. Er wird dir alles erklären, das hoffe ich zumindest. Ja, dann gehen wir da mal hin. Oh ja, ich gebe dir auch das. Ich gebe dir das auch. Es ist ein Scouter. Ja. Meine Mutter hat ihn gemacht, indem sie Freezer Scouter angepasst hat. Okay. Bla bla bla. Rüste was aus und probier es mal. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Anpassen, Ausrüstung ändern, Kostüm oben, Zubehör. Oh. Scouter, Z-Zähler, habe ich nichts. Ja, ich habe einen Scouter. Kann ich Trunks seine Kraft messen? Geht nur im Kampf. Wo ich hin muss, weiß auch keiner, ne? Ah, hier ist ein Tor. Kann die Karte nämlich gerade nicht öffnen. Oh, Verzeihung, voll laut. Ich sehe gerade den Ausschlag bei Outer City. Ich mache ein bisschen das Mikrofon leiser. Ganz leise, leise, leiser. Ja, so passt es. So muss das. So, jetzt habe ich wieder eine Karte. Und wir laufen... hier hin. Wenn ich jetzt richtig liege. Bitte hasst mich nicht, wenn ich falsch liege. Ja, wer von euch freut sich eigentlich schon übertrieben auf Revenge of the F? Offline, online gibt es noch nichts. Ich muss erstmal offline was machen. Willkommen beim Büro für Parallelquests, PQ. Daten werden geprüft. Piep, piep, piep. Überprüfung abgeschlossen. Alter. Als erwählter Zeitsoldat kannst du mit Rollen durch die Zeit reißen. Willkommen, das ist das Büro für Parallelquests. Hier reduzierst du die Effekte der unkontrollierten Zeitfragmente, Zeitfragmente ausgelöst durch Zeitstörungen. Die Entstehung der Zeitfragmente ist kompliziert, frag Trunks. Die Zeitfragmente wurden zu PQs und schweben durch Raum und Zeit. Mit einer speziellen Zeitmaschine kannst du die PQ erreichen. Besiege die Feinde, die schuld sind, dass die Fragmente außer Kontrolle geraten sind. Die unkontrollierten Fragmente verhalten sich unvorhersehbar. Feinde können Verbündete werden und umgekehrt. Besiege einfach Feinde, um die Zeitfragmente zu beruhigen. Es ist eine gute Erfahrung und du kannst Fähigkeiten und Kostüme erhalten. Ich belohne dich anhand deiner Leistung, es ist schließlich ein Job. Willst du eine Parallelquest annehmen? Jupp, das machen wir. Beende Trunks Prüfung. Die Gesundheit aller Teilnehmer ist erschöpft. Dann nehmen wir doch mal an. Ein bisschen müde.
Okay. Ja, still ist es geworden. Okay, beende Trumps Prüfung. Ah, B, sprechen. Hey. Während der PQ kannst du durch Tore in andere Bereiche, versuch es mal. Das erinnert mich jetzt heftigst an Dragon Ball Infinite World. Too deep. So. Ah, ich kann sogar anvisieren. Fett. Okay, ich muss dann auch noch B drücken. Und jetzt bin ich in einem Schlachtfeld. Anvisieren kann ich ihn nicht. Wieso nicht? Jetzt. Ja, naja, die Steuerung ein bisschen kompliziert, aber passt. In diesem Bereich ist ein Objekt. Finde es mit einem Scouter. Hab es? Ödnis? Ah, hier ist ja noch viel mehr. Naja, hier ist was. Scouter mal wieder ausmachen. Erhaltenes Material, Objekt, okay. Okay, die Steuerung ist an sich eigentlich ein bisschen kompliziert, aber macht Spaß. Okay. Hier war die Ödnis. Da ist doch noch was. Ah, das ist echt. Eigentlich ist es echt interessant. Hab schon wieder ein Materialobjekt gefunden und jetzt muss ich. Da hinten ist noch was. Ja, hier gibt's noch viel, aber ich gehe erstmal zu Gottes Versteck, würde ich mal behaupten. Hey. Und nun sind wir wieder zurück bei Trunks, oder? Nee, nicht. Hier gibt es eigentlich gar nichts. Okay, dann war das vielleicht ein bisschen schlecht, was ich gerade gemacht habe. Muss ich wahrscheinlich noch mehr Objekte finden, bevor wir wieder zu Trunks können. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Noch was gefunden. Da unten sehe ich noch was direkt. Ah, wir haben bei der Steuerung ein bisschen den Dreh raus hat, dann geht das ganz gut eigentlich. Wenn man ihn ein bisschen raus hat, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich habe ihn ein bisschen raus. Habe ich hier noch irgendwo was? Gottes Versteck. Dann Trunks. Nö, da will ich nicht hin. Nee, auch nicht. Trunks ist Level 3. Voll der Noob. Benutze den Scouter mit dem Tor und schau, ob dort Gegner lauern. Wie? Wie mache ich das? Vielleicht muss ich einfach kurz reinfliegen, ich weiß es nicht.
Trunks Level 3 ist der einzige, der hier steht, ne? Oh, diese Steuerung macht mich nach irgendwann fertig. Ein Gegner kommt, besiege ihn. Wo, wo, wo? Nein, Pflanzenmann. Hey. Jetzt geben wir ihm erstmal ein paar Kiebälle, so, und hauen nochmal auf die Fresse. Oh, so ging's ja richtig schnell eigentlich. Oh, da kommt noch ein... Wow. Zwei Stück. Not bad, Spiel, not bad. Erstmal einer nach dem anderen hier. Oh, oh. Oh, oh, ah, ah. Ey, der verarscht mich, der Typ. Und die Steuerung ein bisschen. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich wette, man kann da später noch ein paar mehr kommen. Alter. Ich wette, man kann da später noch ein paar mehr Kombos rausholen, richtig abgehen, wenn man mal ein bisschen geübt ist in dem Game. Oh, nochmal Gegner, Warnung. Achtung. Okay, wenn ich Bedingungen erfülle, dann Warnung. Ist er jetzt ein Feind, oder? Like yourself is planning to defeat me. Don't get yourself too excited, lad. Komm, den haben wir ganz schnell jetzt. I won't let you get away with this. Oh, jetzt hätte ich einen Ultra-Finisher machen können, hab's verpennt. Bitte schlagt mich nicht. Aber ich habe Erfolg freigeschaltet. Das macht's wieder gut. Z-Rang. Naja. Finisher, maximale Kombo über 20, 80% Gesundheit und Schatzjäger. Ich wette, man kann auch noch neben den Kämpfen, während ein Gegner rumfliegt, irgendwelche Items finden oder so. Aber das probiere ich später irgendwann. Willkommen zurück. Wie war die Parallelquest? Ja, Trunks, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen weak, ne? Also, ja, ich weiß auch nicht, aber das nächste Mal könntest du ruhig ein paar stärkere Gegner bringen. Okay, achso, ich, ja, naja. Ihr habt bestimmt mitgelesen, ich wollte jetzt nicht alles vorlesen. Ah, hier Teamkämpfe, man kann sogar Partner wiederbeleben. Ich gehe zum Zeitnest, rede mit mir, wenn du für die Zeitpatrouille bereit bist. Ja, wo war denn das Zeitnest? Komme ich da jetzt irgendwie nochmal hin? Das war oben in der Richtung. Da machen wir nämlich noch eine Story-Mission, wenn das geht. Und dann beende ich erstmal die Aufnahme. Render die ganzen Videos und lade sie hoch für euch und dann kümmern wir uns die Tage um das erste Community Battle und vielleicht hat hier jemand noch eine One und Bock und will mich herausfordern, dann machen wir ein Fight 101 mit dem eigenen Charakter. Ich muss sagen, mein Charakter bleibt erstmal ein bisschen weak, aber der wird auch noch stronger und stronger, ne? Hier war das, soweit ich weiß. Ja, jetzt kann ich durch. Hey. Kann ich hier eigentlich auch sprinten? Nee, leider nicht. Hallo Trunks. Hey. Yay, Zeitpatrouille. Okay.
Oh, oh. Der Kampf ist legendär. Ich habe diese Folgen geliebt. Damn. Was? Zwei Gorillas? Was? And you just revived as well. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Richtig cool gemacht, auf jeden Fall, Alter. Meckern kann da, glaube ich, keiner, was die Storyline angeht. Okay, Yamcha muss sterben, der Rest darf überleben. Yamcha verliert gegen Pflanzenmann, das weiß ich noch. Pflanzenmann-Plage, besiege 20 Gegner. Okay, erstmal bin ich ein bisschen ruhiger. High concentrated. Who are you? Are you an ally? Look strong. I suggest you stay back. See those guys over there with the huge powers? Well, we're gonna have to fight them. That's right. Fighting these little guys isn't the end. Leave them be. We lose, the Earth is done for anyway. Okay, am Team stellst du erstmal ganz den Schuss. Ich glaube, er liegt drauf anzusterben. Bin mir gar nicht so sicher. If possible, please try not to bore us. Okay. Some of this history, they're just stronger. And there are more of them. Cybermen. Just reduce the number of Cybermen. Vielleicht kann ich sie später noch skillen, dass ich mehr Aim habe, wenn ich die Dinger verschieße. Weil ich glaube, hier mein Typ, mein Saint, also mein Erdling, der verzieht ein bisschen. Wenn er hier mit seinen Kübern rumschießt. Come on, try harder! You're really strong! No, ich konnte nicht hinterher beamen. Das mit dem Blocken muss ich sowieso noch ein bisschen üben. Bin nicht mehr so auf Angriff. Kaum gesagt und schon versucht und schon verkackt. Okay, waren das schon 20 Gegner? Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Nee, da sind noch ein paar. Boah, die machen mich jetzt erstmal nicht fertig. Goku! Hurry up and get here! Okay? Oh, oh, oh.
a shame. But this is the true history. Oh, Cybermen with a double KO. And against those losers, too. Hey, can someone please remove this trash from the battlefield? Damn you. Okay. Und draufhauen. Gehen alle so schön beieinander. Oder auch nicht. Ich glaube, da kommen immer neue. Und alle, die ich anvisiere, sind grün. Wer ist denn der Obermacher? Jetzt ist der auch grün geworden. Verstehe ich nicht. Schon wieder übelst auf den Deckel. Erst nochmal hier. Power, Power, Power! Aber... Hey now! Tenon Men and Jingle Men are in the mix now. So, noch einen. Let's see how well they do. Ich hab, glaube ich, momentan noch gar kein so großes Movement. Ich muss mich sogar ein bisschen darauf verlassen. Oh, ich hab verfehlt. They might prove to be fun, just like I thought. That's it! Only a little more! Let's beat them all! Die Bauerpflanzen noch nicht genug. Ich muss echt auf mein Leben aufpassen. So viel hab ich gar nicht mehr. Eine rosa Pflanze, Mann. Yeah! Den habe ich einfach nur töten müssen. Yeah! Okay, A-Rang. Schlecht. Naja. Dafür bin ich jetzt Level 7. Nee, Level 3. Level 4? Ach, keine Ahnung. Level 3 bin ich, soweit ich jetzt gesehen habe. Trunks, ich mach die Konkurrenz. Okay. No, die nächste Folge kriegt Überlänge, ich seh's doch jetzt schon. Take to the cleaners first. Keep your guard up. I sense evil energy coming from within Mappa. That evil power. When they're engulfed within it, their power level is multiplied. We have to help out, so history will progress how it's supposed to. Friss, Mappa, friss! Wir kennen doch alle Mappa mit seinen Fingertricks, die ich gerade gespielt habe. Ah, okay, ich musste nur kurz mal mit draufhauen. Jetzt kommt nämlich... Ja, Leute, ihr wisst es. This is the power of pure Saiyan.
Und natürlich wieder alle verfehlt. Okay, lange muss ich gar nicht aushalten. Spiel ist einfach. Krillin, just stay back. I'll take it from here. They're okay. Come on, let's go. Dad? Nappa is having trouble. I will deal with Kakarot. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Was muss ich tun? Muss ich Goku helfen oder Nappa zerstören? Okay, Nappa. What the heck are you doing here? Kakarot! Don't tell me! Oh, Nappa kriegt einfach so noch mal für das Leben und ich hab kaum noch welches. Nein! Ich hab verloren! Peinlich! Aber ich bin Level 4. Komm schon, jetzt will ich noch Nappas Fleisch. Oh, nochmal alles wiederholen. Ja. Now comes the real fight. Which one? Keep your guard up. I sense an evil energy coming from within Nappa. That evil power, when they're engulfed within it. So, diesmal bin ich ein bisschen schneller unterwegs hier. Dieser Roboter konnte nicht mal aussprechen. Oder war das Trunks mit einer Roboterstimme? Ich weiß es nicht. Komm schon, Nappa, Alter, diesmal krieg ich dich. Sag ich doch. No, ich kann's nicht überspringen. Krillin, just stay back. I'll take it from here. They're okay. Come on, let's go. Dad? Nappa is having trouble. I will deal with Kakarot. What the heck are you doing here? Kakarot! Don't tell me you've come here to make some pathetic joke about beating us or something. Take a look. Tien! And Kami! His power is rising. I'm not going to let you get away with this! What? Nappa! Hurry up and beat him! He's trying to follow the island. Yeah.
Elite Warrior! I can't keep them down on by some unknown thing like you! Amazing! Just amazing! With these two, we can win! Okay, Level 2, Level 10, und das ist mein Name. Father, you know, he's just another person swallowed by the evil energy. Vegeta is powered up too. Good luck. Very well. Both of you come at me at once. Rejoice! Nein, wie hat der mich jetzt... Oh. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und in der nächsten Aufnahme hole ich mir die beiden. Jetzt weiß ich wenigstens, dass Nappa sein Leben wieder zurückbekommt. Das ist mir beim ersten Versuch nicht aufgefallen. Dann flüchte ich nämlich vor ihm, bis er sein Leben wieder hat. Und dann fick ich ihn. Erstmal zurück zum Zeitnest und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Tut mir leid, dass ich ein bisschen gefailt habe, aber richtig fettes Spiel, kauft's euch. Peace!